Walter Rosenkranz von der FPÖ war der nächste Redner. Zwei Punkte. Das eine mit die Frage des Denkmalschutzes, die Frage des Abrisses, die Frage der Gestaltung. Das ist meines Erachtens großteils vom Tisch, weil nämlich die Experten empfehlen, dieses Haus eben nicht abzureißen, sondern, wie sie sagen, zu neutralisieren. Weder logischerweise, weil es gesetzwidrig wäre, eine Gedenkstätte für den dort Geborenen, aber genauso wenig eine Gedenkstätte dagegen oder etwas, sondern einfach neutralisieren, das ist das Beste für dieses Objekt. Im Gesetz selbst steht es zwar drinnen, das ist vielleicht ein gewisser Schönheitsfehler, dass man sagt, man braucht sich über Entscheidungen anderer Behörden nicht hinwegsetzen, wenn man es gestaltet, sprich denkmalschützere Einwände. Aber ich glaube, wenn man entsprechend sensibel, und das ist das Wichtige, und das wurde schon erwähnt, mit den Vertretern der Stadt Braunau hier umgeht und vorgeht, dass sich diese Gestaltung im Einvernehmen durchaus einfügen wird lassen können, um diesen Zweck einmal zu erfüllen. Der Kernpunkt aber dieses heutigen Tages und Kollege Franz, künstlerische Gestaltung, alles, das ist vielleicht die Themenverfehlung zum heutigen Tag, weil es geht um die Enteignung. Und Enteignung ist natürlich der letzte Schritt, den sich die öffentliche Hand vorbehalten kann und sich herausnehmen kann auf gesetzlicher Basis, um jemanden sein Privateigentum wegzunehmen. Und da haben wir halt entsprechende, vielleicht doch zur Frage vorerst noch, es wird schon im Gesetzesantrag in den Erläuterungen schon ein bisschen dick aufgetragen. Also wenn dort tatsächlich die Horden von Neonazis mit Hitlergruß in der Woche ein paar Mal, wie es der Kollege Buchmeier gesagt hat, auftanzen, dann wäre meiner Meinung nach, wenn sich so etwas bewahrheitet, wäre eigentlich das Innenressort gefordert, dass dort der Polizist steht und jeder, der dort dabei das Ganze macht, dass der sofort abgeführt wird und die entsprechende strafgesetzliche Verfolgung dann hätte, wenn es so wäre. Aber es hat natürlich aus Ungarn, es hat aus der Deutschland von einer Rockerbande oder sowas im Internet einmal Aufrufe gegeben, wir fahren dorthin, wir treffen uns, soll alles sein. Dann wird auch aufgetragen, dick aufgetragen, gesagt, ja, Geburtshäuser von Diktatoren, das ist halt immer für diese Community was Besonderes. Da gibt es den irrationalen Mythos des Geburtsvorganges und Besuche erfolgen unauffällig und es wird dort ein stiller Gedenkort gemacht. Also das stille Gedenken habe ich schon angeprangert, wie man das erkennen soll. Wann jemand still gedenkt, ich habe auch noch keinen gesehen, der am Heldenplatz still gedenkt und entsprechend irgendwo dessen da dingfest gemacht worden. Aber dieser irrationale Mythos des Geburtsvorganges, das ist bitte schön dick aufgetragen, weil es ist kein Vorrecht von irgendwelchen Neonazis, Faschistoiden oder sonstigen. Weil wieso gibt es denn sonst ein Geburtshaus Mozart? Oder, Herr Bundesminister, als Musiker werden Sie unter Umständen vielleicht auch das Geburtshaus Bachs besuchen. Ja, sogar die Höhle, in der Zeus auf Kreta geboren wurde. Da gehen nicht nur prospektive Neonazis und Faschisten hin, die dort den Mythos der Geburt dort anschauen wollen. Also ein bisschen dick aufgetragen ist es, aber die Republik hat die Verpflichtung, dass dort auf Dauer die Möglichkeit einer solchen Kultstätte nicht entsteht. Und im Gegensatz zu diesem Bunker in Berlin, der gehört halt keiner Privatperson, die dieses Haus unter Umständen an jemand anderen verkaufen könnte. Medial hat sich ein russischer Oligarch gemeldet, der gesagt hat, er würde es gern kaufen. Was er damit tut, wissen wir nicht. Jedenfalls, es kann etwas sein, was der Republik Österreich nicht unbedingt förderlich ist oder tunlich ist. Das ist halt ein gewichtiger Unterschied. Und jetzt eben bei der Enteignung selbst, wir haben eine Information gehabt, die nicht sehr valide war, dass seitens des Ministeriums nicht mit dieser Frau ordnungsgemäß verhandelt wurde. Ich habe im Ausschuss einen Bundesminister ersucht, ob es möglich ist, in diese Akten dieser Verhandlung da einzusehen. Das wurde uns ermöglicht. Es ist ein minutiös dokumentierter Verhandlungsablauf über Jahrzehnte gewesen, wo die Frau grundsätzlich sogar bereit war zu verkaufen, aber gesagt hat, es muss halt ein exorbitanter Preis sein. Sie hat Angebote bekommen, sie hat sich nicht gemeldet, es war ihr Anwalt eingeschaltet. Also es stimmt einfach nicht, dass nicht ordnungsgemäß seitens des Innenressorts hier bemüht wurde, eine einvernehmliche Lösung zu machen. Und jetzt stehen wir heute vor diesem Schritt einer Enteignung, der nicht schön ist, aber offensichtlich nicht anders zu machen ist, um hier für die Zukunft entsprechende Handlungen zu setzen. Keine Gedenkstätte für oder gegen Hitler, forderte Walter Rosenkranz, FPÖ-Sprecher für innere Angelegenheiten. Der beste Umgang mit dem Haus sei seiner Meinung nach, es völlig neutral zu behandeln.